Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist Prince of Persia, ihr könnt es ja sehen. Eine Reihe, die ich ewig lang kenne. Also ich kenne sie schon seit, ja, 20, 30 Jahren. Wir haben uns damals von 2D zu 3D entwickelt. Jetzt geht's von 3D wieder zu 2D. Wobei, es muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ich habe nämlich die Demo gezockt und die Demo ist cool, macht richtig Fun. Und ich hatte richtig Lust auf Spiele, aber ich konnte es nicht zu Release zocken. Es kam halt so viel dazwischen. Persona lief ewig lang. Jetzt kam dann auch noch Stellar Blade, was ich nachholen wollte. Und auch halt das Elden Ring DLC, das war einfach notwendig. Und erst jetzt kommen wir zu Prince of Persia. Wobei, ich bin ein alter Freund dieser Serie. Ich wollte das unbedingt zocken. Vor allem, weil die Demo auch Bock gemacht hat. Und ja, legen wir los, Leute. Ich glaube, es wird richtig fun. Und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Jahre sind vergangen. Jahrzehnte ohne Regen. Die einst fruchtbaren Ebenen von Fars sind so karg wie die Salzwüste Lut. Ein paar Bogenreichweiten entfernt von Persepolis griffen die Kushana, blutrünstige Krieger aus dem Osten, Persien an. Persische Soldaten verteidigten das Land. Um jeden Preis. Ardashir war der Übermacht nicht gewachsen. Seine Männer fielen, einer nach dem anderen. Anahita scharte ihre restlichen Krieger um sich. Uvishkar, der General der Kushana, war siegessicher. Aber nur, bis die Geschichte eine Wendung nahm. Die sieben Unsterblichen waren die besten Krieger im Königreich. Einer von ihnen sollte zur Legende werden. Vorwärts, Unsterbliche! Anahita! Dann wird's wohl Zeit! Mach dir keine Sorgen. Ich rette Persepolis. Ich gehe meinen verwundeten. Okay, es geht direkt los. Wir werden hier die Story geschmissen, hier in diesen Krieg. Alles klar. Gehen wir, Sargon. Also gut, gehen wir los. Noch können wir wenig, anscheinend. Springen können wir. Und durchdashen, jawohl. Das ist der erste Gegner. Die ersten Gegner sind natürlich Witz. Wollen wir mal parieren? Parieren, Bro! Oh, vielleicht kommt aber gleich ein Boss oder sowas. Schauen wir mal. Ah, nee, kein Boss. Parieren. Das haben wir doch gerade schon gemacht. Parieren! Jetzt kommt was. Ist das... Das ist kein Boss, aber es sieht aus wie ein Boss. Ah, so geht Rennen. R2 drücken. Alles klar. Auf jeden Fall, wir laufen alle. Überlass das mir. Wie viele hast du gekriegt? Ich lass dir Zeit zum Aufholen. Oh, oh. Den zuerst. Krieg! Es ist Krieg! Ah, wunderbar. Ciao, ciao. Alles klar, easy, ja? Fette Geschichte. General Uvishkar, haben wir hier einen Bossfight jetzt? Wahrscheinlich schon.
Ah, parieren mit L2 im richtigen Moment, wenn es gelb wird. Alles klar. What the shit? Achso, das war mein Kumpel. Verdammt nochmal, ich hab schon was in hier kaputt. Bis jetzt ist es easy fighting. Oh. Der General und mehr? Kann nicht weit sein. Der General. Varam. Okay, alles klar, Varam. Boom. Alles klar. Da ist der General. Alrighty. Geiler General. Hat was von Artorias. Okay, legen wir los hier. Der Rascher war richtig. Dein Leben endet hier. Nicht, wenn deins zuerst endet. Tja, logischerweise, ne? Uvisha. Okay, mal sehen. Vielleicht sollten wir mal parieren. Probieren wir mal. Nö. Sollten wir vielleicht lassen. Ah, okay, die erwischt mich trotzdem. Shit. Der hat mich voll erwischt. Also das mit dem Parieren check ich auch gar nicht. Seht ihr, was ich meine? Der hat mich voll erwischt. Oh, das ist rot. Was ist da der Witz? Springen? Wahrscheinlich, ne? Okay, wir müssen uns heilen. Ich drückte doch. Jetzt hat er es gemacht. Oh shit, das war richtig knapp. Aber ich spring mal. Okay, dann klappt's. Ich glaube, den könnte ich parieren wenigstens. Hä? Hä? Ist doch eine Attacke, oder? Okay, es war sehr Tutorial-mäßig gemacht. Man musste es schaffen. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, wann greifst du mich endlich an? Dachtest du wohl, hä? Easy. Einfach in seinen Rücken. Scheiße, doch nicht so easy. Vielleicht können wir ihn auch parieren. Ich probiere das mal. Na, ja, geht schon, geht schon. Geht. Oh nein, der geht nicht. Rot geht, glaube ich, nicht. Der geht aber schon. Einfach ein bisschen draufhauen. Und das war's mit ihm. Okay, cool. War nicht so schwer. Oh, voll übel. Der Tod hat dich eingeholt. Der mächtige Simurgh, Beschützer Persiens, hat uns verlassen. Doch falls unsere Gegner diesen Umstand ausnutzen, werden sie sehen, dass die tapfersten Krieger des Reiches ihr Untergang sind. Vor 30 Jahren flog der göttliche Vogel Simurgh zu mir und vertraute mir die Führung unseres Volkes an. Heute möchte ich, Tomiris, Königin von Persien, eure Treue und euren Mut würdigen. Nimm diese königliche Schärpe als Zeichen unseres Danks. Sargon, der Rashabar, der schwarze Wind, der alles hinwegfegt. Ja, Leute, dann komme ich zurück, weil zu diesen Dialogen ist ja Quatsch, wenn ich dann weg bin. Also, gut, ich komme mal wieder. Ich habe diesen Namen nicht gewählt. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe nichts auf solchen Aberglauben. Der Wind trägt auch die Saat der kommenden Ernte. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Sargon. Okay. Danke, Prinz Rassan. Okay, wir kriegen die königliche Schärpe. Königin von Persien. Ich wüsste nicht, dass Persien jemals eine Königin hatte, es sei denn, sie war die Königsgemahlin. Aber es ist halt Ubisoft, ne? Wen wundert das hier schon? Okay, wir können uns hier umschauen und ein bisschen labern. Wir können mit dem Ghassan nochmal reden. Bringt Persien Hoffnung und den Feinden. Ja, vielleicht. Hoffnung und Segen, natürlich. Ich wollte auch nie Prinz sein, aber das Schicksal hat gesprochen. Wer ist der Prinz? Hey, warum spielen wir nicht den Prinz? Hä? Ist ja auch komisch, oder? Dass man nicht den Prinz spielt. Wer bist du? Irgendwie sind wir als Einzige unsterblich. Varam, ja genau, den Typen haben wir vorhin schon getroffen. Die anderen vergnügen sich wahrscheinlich oben auf dem Dach.
Nicht alle Krieger gehören in einen Thronsaal. Geh zu ihnen, Sargon. Ich stoße mal dazu. Das sollten wir wohl tun. Wo sind sie denn, die Krieger? Wen haben wir hier? Ich bin stolz auf dich, Sargon. Anahita. Uvishka ist besiegt und wir haben Persepolis gerettet. Mhm. Wirklich? Es sind Tausende gestorben. Wir haben keine Vorräte. Naja, weil wir keine Vorräte haben, ist es ja gut, dass Tausende gestorben sind. Persien hat gerade so überlebt. Die Kushaner kehren sicher zurück. Warum sollten sie? Würdest du das einen Sieg nennen? Einen Pyrrhus-Sieg würde ich es nennen. Ich war von meinem Stolz geblendet. Die Reise einer Kriegerin endet nie. Mhm. Und eines Kriegers? Und wenn der Pfad vor einem leer ist, fragt man sich... Was ist am Ende meiner Klinge? Ich weiß. Hast du eine Antwort? Die finde ich nicht heute Nacht. Das glaube ich vielleicht auch. Vielleicht hilft was zu trinken. Du solltest dazu stoßen. Da findest du die Antwort vielleicht schon, aber ist es die richtige? Danke, aber ich muss mich an... Wir könnten hier und dann da... Oh, was ist denn hier los? Oh. Ah. Aha. Ah, wo geht's denn da hin, bitte? Ah, so kommen wir zu den Kriegern. Ich wusste nicht, dass eine kleine Geschicklichkeitseinlage dafür notwendig ist. Ich sag's euch, Prinz Hassan könnte mein Sohn sein. Ah, der Jüngling stößt endlich dazu. Der Held des Tages. Der neue Schützling der Königin. Du umgibst dich jetzt mit dem Hochadel, was? Oder gibst du deine Schwerter auf und wirst Satrap? Was ist ein Satrap, bitte? So das weiß ich gar nicht. Wer hat heute einen General besiegt, hm? Ermutige sie nicht, Sargon. Sie wollte mit uns reden. Willst du dich noch an uns erinnern, wo du jetzt berühmt bist? Sein Schmarrn. Ich will bescheiden bleiben. Und herausfinden, was am Ende meiner Klinge ist. Meistens ein Mensch, nicht wahr? Anahita scheint dir den Kopf gewaschen zu haben. So ähnlich. Auf ihre Weise. Ware! Aha, Prinz kommt Hassan da? Wurde entführt. Was? Entführer. Der Prinz wurde gerade entführt? Im Palast sein. Geh voran, Sargon. Du hast vielleicht als Letzter mit ihm gesprochen. Wir müssen Alrighty. Prinz Hassan finden. Der nächste Auftrag. Wer zum Teufel hat ihn entführt? Wow! Okay. Wow, Alter, der ganze Palast wurde überfallen. Schaut's aus, ja? Oh, die können parieren. Dann sollten wir das auch können. Können wir zurückschießen, krass. Ah, die nächsten. Okay. Was ist jetzt los? Irgendwie eine Ability oder irgendwas? Ich glaube, jetzt kriegen wir die erste Ability. Atra-Kraft ist die heilige Energie, die in jedem Lebewesen brennt. Oder auch Ki-Chi. Im Eifer des Kampfes können die größten Krieger Atra die Macht kontrollieren, was sein Leuchten verstärkt. Ah, okay, alles klar. Ah, da unten steht's dann. Da sammeln wir diese Kraft. Und mit L2 und Viereck. Ja, das können wir gleich machen. Wenn wir es denn können. Wir können... Oh, shit. Oh shit, ich wollte verlieren, aber das ist ja wohl mächtig in die Hose gegangen. Hey! Alter! Ich muss trinken! Schieß! Alter, wenn zwei gleichzeitig kommen, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll mit dem Parieren. Okay, der ist erledigt. Alter, zu früh! Die sind geschickt, muss ich sagen. Ah, okay, das ist aber ein witziger Move. Moment. Ah, das blocken sie aber. Aber ansonsten wäre das ein cooler Move. Wartet mal, das mache ich nochmal. Ja, geil. Und dann in der Luft weiterschlagen. Geil. Okay, das ist eine Methode. Die könnte ich anwenden. Was hat das zu bedeuten? Ich hatte nicht vor, dich zu töten, Sargon. Misch dich nicht ein. Ah, sie ist die Verräterin. Geh mir aus dem Weg. Unsere Mentorin? Mies. Oh. Was war denn das? Was zur Hölle war das? Magie.
Immer noch ein Kind. Ja, aber sie will uns nicht töten, nicht wahr? Sie will uns nur aufhalten. Ich finde dich, Rassan. Oh, wir haben hier einen Boss oder irgendeinen so Schmarrn, der da hinten auftaucht. Oh, shit. Das Schwertgefuchtel war nicht nur zur Schau. Ja, natürlich nicht. Er hat ein Schild, wir müssen ihn von hinten erledigen. Okay, wir haben den nächsten Bossfight. Das ist ja wohl easy, was wir tun müssen. Okay. Das können wir doch machen. Ach komm, er ist hinter mich. What? Jetzt, wo es voll war. Das ist ja mies. Den hätte ich sogar parieren können. Den auch. Ich weiß aber nicht, wann es kommt und bin jetzt extrem vorsichtig. Eigentlich kündigt er es gut an. Halt, ne? Da ist passiert, ich habe zu früh gedrückt. Scheiße. Okay, komm mal her. Ich habe voll auf die Fresse gegeben. Ja, jetzt habe ich dich. Nein, das war so unnötig. Also wenn er nicht die Unblockbahn macht, kann man ihn parieren. Ansonsten geht man halt hinter ihn. Eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man halt nicht ständig die falschen Knöpfe drücken würde. Okay, jetzt kriege ich dich aber. Ja, das war Schaden. Das war's. So muss man das machen. Scheiße. Tja, tja. Anahita, was wird hier gespielt? Hier ihr brecht sofort zum Berg Kaff auf und rettet Prinz Hassan. Zum Kaff, Alter. Adashir und seine Soldaten sind unterwegs. Wir brauchen jede Hilfe. Na dann los. Sie enttäuschen euch nicht, Majestät. Findet ihn. Ja, ja, der Sohn wurde entführt und wir müssen hinterher. So, so, so. Die alte Zitadelle. Anahita brachte Prinz Hassan hinter diese Tore. Ich verstehe nicht, warum Anahita so etwas tun würde. Sargon, du kennst sie am besten. Was sagst du dazu? Es ergibt keinen Sinn. Sie ist immer loyal gewesen. Hm. Sie will die Macht für sich selbst. Dann steckt noch irgendwas dahinter. Ergreifen. Das glaube ich nicht. Das ist so einfach. Was soll das heißen? Simurgh mag verschwunden sein, aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kaf und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurgh, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Aha, was heißt das? Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurghs erhalten. Aber so. Warum Prinz Hassan entführen? Sie braucht ihn. Wozu? Die Tore des Simurgh-Tempels öffnen sich nur für die königliche Familie. Ach so, denkt sie. Sie hat den Verstand das. Verloren. So wird sie niemals Simurghs Segen erhalten. Ja, das dachte ich mir auch. Wenn der wirklich ein göttliches Geschöpf ist, wird er sie doch nicht segnen, wenn Wir sie so etwas wissen das nicht sicher. Schließlich könnte Simurgh geschwächt sein. Jedenfalls ist Prinz Hassan in Gefahr. Irgendwas stimmt hier noch sie nicht. Sie wird ihn töten, sobald sie ihn nicht mehr braucht. Unsterblicher folgt mir. Helfen wir. Wie hier schon Schlüsse ziehen, obwohl sie nichts wissen. Es ist so witzig. Tja, bis jetzt ist hier nicht so viel los. Ne? Rennen wir mal durch hier. Alte Königstraße entdeckt, okay? Kaf, der heiligste aller Berge. Mhm. Warst du schon mal hier? Nein, aber ich habe davon gelesen. Hier befand sich einst der Palast von König Darius. Ah, Religion, okay. Oder Medizin, Darius. Astrologie, ja. Geometrie, Algebra. Alles Wissen wurde hier gesammelt, für jedermann zugänglich. Kaf beherbergt eine große Zitadelle des Wissens. Den Stolz von ganz Persien. Und? Was ist passiert? Gute Frage. Wer weiß, niemand hat überlebt. Und wie es aussieht, steckt Prinz Hassan jetzt mittendrin. Wir müssen auf alles gefasst sein. Das sieht krass aus da hinten, muss ich sagen. Warum schwebt hier alles? What the shit? Was ist das für Zauberei? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Sehe ich aus wie eine Seherin? Im Sturz eingefroren. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Ah, wir haben doch hier ein bisschen Zeitmechanics und so, hä? Ja, dann weiter. Oho. Aha, aha, aha.
Ist sie da dahinter? Wachsam bleiben. Prinz Khazan kann nicht weit sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Klar, Menolias. Du kannst dich ja wie Ungeziefer im Schatten verstecken. Ich meine es ernst, Oroth. Hier ist eine seltsame Präsenz. Ich spüre es auch. Nur ein Weg, es rauszufinden. Dann mal los. Dieser Ort ist doch schon lange verlassen, oder was geht hier ab? Waram, das ist Azad. Er gehört zu Ardashir. Stark verwest. Er ist schon lange tot. Wie kann das sein? Sie sind kurz vor uns aufgebrochen. Also irgendeine Zeitmechanik ist hier. Oh, was passiert da? Oh. What's this? Oh, es scheint, als wären wir jetzt gefangen. Such alleine. Alle suchen hier irgendwie alleine. Oh, wiederbelebt. Necromancer, what the shit? Okay, wir starten gleich in den Fight hier rein. Na gut. Mach richtig platt, Junge. Warte mal, wir machen unsere neue Taktik. Obwohl, er ist schon tot. Ah, da ist noch einer. Perfekt. Nein, ich habe ihn verfehlt. Nochmal. ich habe ihn schon wieder verfehlt. Das gibt's ja nicht. Hä? Okay, das ist sau eigenartig. Egal, komm. Ey! Ständig schlägt irgendwer hier zu, du siehst es gar nicht richtig. Ich muss mich heilen. Das ist notwendig. Wir sammeln irgendeine Währung die ganze Zeit ein. 24 haben wir davon schon. Aha. Aha, aha. Ach komm, hier ist auch zu. Scheiße. Ah, das war jetzt so ein schöner Move und dann kommst du dazwischen. Ey, ist das cool oder was? Ey, ich finde nicht. Die machen ganz schön viel Damage, finde ich. Wir müssen echt aufpassen. Also müssen wir ein bisschen parieren, sonst geht es hier nicht so gut aus. Hier ist eine Tafel, lesen wir die mal. Als Vogel des Wissens besitzt Simurgh den Schlüssel zu aller Wahrheit. Er ist der Wächter der Zeit und des Schicksals, der alles im Gleichgewicht hält. Alles klar, er ist der Wächter der Zeit, deswegen. Das ist wegen Simurgh. Seine Federn wohnen unendliche Macht inne. Sein schützender Flug bringt Persien Frieden und Wohlstand. Aha, okay. Ja, man kann ja ein bisschen über die Geschichte erfahren, wobei Ubisoft-Geschichte... Naja. Hallo! Bye, bye! Einfach mal da weg. Ah, schön. Oh, shit. Scheiße, das kann man doch parieren, soweit ich weiß. Genau. Ich pariere die zu Tode. Hä? Wird er irgendwann sterben? Ja! Es lohnt sich schon. Hä? Moment mal. Hier kommen wir nicht raus. Ach, komm. Wir brauchen ein paar Abilities, bevor wir hier weitermachen können. Ja, so Bomben darunter, krass. Und die können die eigenen Leute treffen. What? nicht schlecht. Diese Bogenschützen können ausweichen. Ah, danke für die Warnung. Die Leiche ist da drauf gefallen. Ich weiß, ich muss mich hier beeilen. Da können wir runter. Ah, hier haben wir ein Bäumchen. Hier können wir uns regenerieren. Ah, ein Bonfire, Leute. Was machst du hier? Dieser Ort ist zu gefährlich für ein Kind. Keine Sorge, ich kenne die Zitadelle besser als sonst jemand. Wer weiß, wie lange sie hier schon lebt. Ich kenne jeden Winkel. Ich gehe an Orte, die andere nicht finden. Diese Bäume sind besonders. Sie heißen Wakwak. Wakwak. Sie haben das reinste Atra. Stell dich unter ihre Blätter, dann geben sie dir neue Kraft. Es gibt viele Wakwak-Bäume. Das haben wir schon festgestellt, nicht wahr? Du sagst, du kennst dich hier aus. Wir suchen Soldaten wie uns. Unser Prinz ist hier mit einer Generalin.
Anna hast du so jemanden gesehen? Ein Prinz. Hier gab es lange keinen Prinzen mehr. Ich habe nur dich gesehen. Wir kriegen es einfach von ihr. Vielen Dank. Ah, okay. Lass du, probier es aus. Ach, das ist die Map. Ich verstehe es. Ah, okay. Ja, jetzt sehen wir die Wege. Ja. Ah, wir können Bilder machen. Das kann sehr nützlich sein. Wenn du an einen Ort kommst, ja, das ist ziemlich geil. Den du dir halt, wo du nicht hinkommst, dann machst du ein Bild davon und dann, oh, wie geil. Und dann siehst du es auf der Map. Aha, und hier? Ah, ist schon die erste. Ne, da kommen wir nicht hin, haben wir eine Erinnerung gemacht. Danke, junge Dame. Das hätte ich mal von Anfang an gebraucht. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Ich heiße Fariba. Moment, können wir nur 14 Fotos machen überhaupt? Das ist ja gar nicht so viel. Es gibt diese Stelle, wo wir nicht weiterkommen. Wow, Sau. Boom, Alter. Das ist so geil, wie man die wegkicken kann, Alter. Okay, wir machen jetzt nicht alle Stellen. Wir gehen mal weiter. Was machen wir da? Durchlöschen. Das geht nicht. Parieren müssen wir den Kerl. Hier müssen wir uns beeilen. Hey. Moment mal. Wo geht's denn dann überhaupt weiter? Wir müssen da nach oben. Ich glaube, wir dürfen nur nicht noch... Oh, da ist eine Wand. Ah. Die Wand konnten wir jetzt. Vorhin die andere Wand ging nicht. Da oben? Nee, können wir nicht hin. What? Okay. Tot, geil. Was war das für ein Löwe? Oh mein Gott. Jetzt ist er so fällig. Komm her. Er lebt immer noch. Aber jetzt nicht mehr. Ciao. Hey, was ist das? Ah, das ist die Abkürzung. Okay. Parieren ist schon wichtig, ne? Weil sonst hast du Probleme. So. Das war's, oder? Immer noch nicht. Hält das aus, Alter. Aber ja, Min. Geil. Das ist cooles Gameplay, das Game auf jeden Fall. Das war auch das, was mir in der Demo so gut gefallen hat. Haha, vergiss es. Es macht schon Bock, wenn du ein bisschen besser drin bist. Hast du hier richtig Fun in dem Game. Ist witzig. Dreh mir nicht den Rücken zu. Ah, okay. Um hochzukommen, sollten wir das hier machen, ne? Alles klar. What? Was ist denn das? Aha. Ja. Stimmt. So war das doch. Aha, das heißt, es gibt mehrere solche Teile. Oh, was ist denn hier? Huh? Hä? Wohin denn jetzt überhaupt? Okay, ich geh jetzt mal hier lang, weil wir schon mal da sind. Ne? Huh? Wo zum Teufel bin ich jetzt gelandet? Ein Sammelgegenstand, ein Spiegel. Befleckt und gesprungen lässt sich die Inschrift nur teilweise lesen. Langherzspiegel. What the shit? Sag mir, dass du einen Weg zu Prinz Hassan und Anahita gefunden hast. Nein. Du? Wie es scheint, haben sie die Tiefen der Zitadelle gemieden. Nur die abscheulichsten Kreaturen lauern in den dunkelsten Gefilden. Okay, wir sind hier in diesem Gebiet jetzt gelandet. Ich meine, war jetzt nicht so wirklich meine Absicht, aber es passiert. Boah, was ist denn das? Oh shit. Irgendwelche komischen, widerlichen Dinger. Ah, da oben. Komm lieber wieder raus. Das heißt, du musst das da oben eigentlich erledigen. Wow, alles klar. Also gehen wir hier weiter. Wow. Okay, das hat überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich davon nur beeindrucken lassen. Das glaubst du ja wohl nicht. Ich glaub's ja nicht. Wie können wir dieses Ding lösen? Ja, so geht das. Hä? Okay, jetzt hat's mich erwischt. Wir sind wieder hier. Jetzt können wir halt natürlich nach oben gehen. Ah, dann nach unten wieder. Und vielleicht hier. Was ist denn hier? Hier bin ich gestorben, oder was? Deswegen Totenkopf. Ein Bäumchen unten zu finden wäre cool, wenn wir zurückreisen könnten. Vielleicht schauen wir nochmal kurz runter. Du darfst, wenn du ins Cliff kommst, bist du so gut wie tot. Okay, wir sind auch so gut wie tot. Und das Bäumchen ist nicht in der Nähe. Oh nein, fliegen! Oh nein! Oh Gott! Nein! Jetzt sind wir tot. Hey, ich sterbe nicht.
obwohl ich tot sein müsste. Das heißt, das Gift kann uns nicht endgültig killen. Man könnte auch unten drunter gehen, hier. Egal. Wozu das alles? Heilung auf jeden Fall und irgendwas können wir absorbieren. Wir haben eine neue Kraft. Wind von Sistan. Aha, das ist so eine... Oh, die könnte viel Schaden machen. Die ist ja krass. Ich brauche hier mal ein Bäumchen. Wo ist hier ein Bäumchen? Ah, scheiße, du kommst ja automatisch ins Gift. Wow, 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 wow. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt noch vorbeikommen sollen. Ohne Energie. Wir sind des Todes. Ein kleiner Hit und wir sind tot. So ein Witz. Ey, und jetzt soll ich von oben wieder starten? Okay, wir gehen nicht mehr da runter. Sargon, hier oben. Ah, das können wir verstehen. Dann geht's weiter. Oh, da kommen aber auch Gegner. Bringt den Prinzen zum Siegtor. Aha. Aha. Wir haben sie tatsächlich. Das ist der Weg, Leute. Anahita! Wehe, wenn du ihm wehtust! Wenn du Prinz Hassan zurück willst, dann hol ihn! Anahita! Okay. Aha. Anahita war hier. Sie bringt Hassan zum Simurgh-Tor. Tatsächlich, dann oder was? Dann hat Artaban vielleicht recht, dass sie den Thron will. Hm. Und das Ding über uns? Was ist das? Ich bin nicht sicher. Aber um zu Hassan und Anahita zu kommen, müssen wir es zerstören. Ja, das haben wir doch schon selbst rausgefunden. Das schafft keiner von uns beiden. Hm. Vielleicht kann Menolias helfen. Waram schickt ihn nach Osten, um den Wald zu untersuchen. Aha, da müssen wir hin. Dann können wir hier oben weiter. Jetzt wissen wir wenigstens, wohin. Ich suche Alternativen. Okay, hier nach rechts. Dann nach oben können wir eh nicht, sehe ich gerade. Was ist das? Was Hallo. Will dich hier, Reisender? Die Magierin. Meine Kameraden und ich. Meine Suche nach Prinz Hassan. Nimm dies. Schenkt uns auch einfach was. Seine besonderen Eigenschaften werden dir bedenken, aber dass sie kostbar sind. Segen erhöht deine maximale Gesundheit. Ach so. Okay, wo ist der Wack-Wack-Baum hier? Da ist er. Meine Güte, Wack-Wack hier, Wack-Wack da. So, hier können wir das ausrüsten. Das gab es in der Demo auch schon. Habe ich schon ganz vergessen, Leute. Jetzt haben wir eine und unsere maximale Gesundheit wurde erhöht. Das ist unsere allererste. Wir haben jetzt 4. Das hilft schon mal ein bisschen. Ja, okay, alles klar. Okay, Leute, ich glaube, wir machen hier mal einen kleinen Break für die erste Folge. Weil, ja, es soll nicht zu lang werden und ich will immer nur einzelne Folgen draus machen halt, ja. Ja, der Anfang war cool, ich komme langsam rein, es macht schon richtig Bock. Am Anfang war ich noch nicht so, war ein bisschen steif, aber jetzt so langsam wird es richtig cool. Aber man sieht jetzt schon, die Map ist riesig, da gibt es viele Wege. Yo, wird witzig. Danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.